Vor ungefähr einem Jahr habe ich ein Video gepostet, in dem ich meine Vorhersagen für 2023 öffentlich gemacht habe. Du kannst es in der Infocard oben rechts finden. Aber sei nett, das war eins meiner ersten Videos und die Qualität ist dementsprechend noch ausbaufähiger als heute. Wie schon damals beherzige ich das Zitat von Elon Musk, "Be less wrong", und deshalb schauen wir mal, wo ich richtig lag und wo nicht. In meinem nächsten Video versuche ich dasselbe für 2024 zu machen. Nach dem Intro zeige ich dir, welche meiner Vorhersagen zugetroffen haben und welche nicht. Viel Spaß! Werde Abonnent meines Kanals für noch mehr wissenswerte Videos. Ein Like, besonders am Anfang des Videos, wäre klasse. Ich bin Rappi von Cyber Gigafactory. Los geht's! Makrorückblick. Als erstes mein Rückblick auf die Marktlage. Mit den Leitzinsen auf 5% war ich ziemlich nahe dran, denn diese sind bis August auf 5,25% angestiegen. Mit der potenziellen Verringerung auf 3% lag ich allerdings falsch, denn bis Dezember waren sie noch nicht wieder gesunken. Beim Drama um Elon und Twitter lag ich teilweise richtig, denn die Übernahme und der Namenswechsel ist abgeklungen. Elon postet aber auch heute noch kontroverse Posts, die regelmäßig die Kunden und Investoren seiner Firmen abschrecken. Ich denke, damit müssen wir einfach leben, auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Beim nächsten Punkt kann ich es kurz machen. Elon Musk hat Linda Yaccarino als neue CEO für X.com eingesetzt und sie macht bisher einen tollen Job. Längere Posts, Videos und Spaces wurden integriert. Bezahlfunktionen gibt es aktuell noch keine, aber dafür können Creator an den Werbeeinnahmen mitverdienen und Superfollower können einzelne Creator per Abo unterstützen, so wie bei Patreon. Nun zum Rückblick der Firma Tesla. Die Dominanz im Automarkt hat sich weiter verstärkt, besonders im europäischen und amerikanischen Markt. In China gibt es natürlich viel mehr ernstzunehmende Konkurrenz und trotzdem konnte Tesla auch dort seine Verkäufe erhöhen. Wie erwartet leiden aktuell alle Autohersteller unter der extrem schweren Marktsituation. Auch die Vorhersage, dass manche Hersteller sich aus dem Elektroautogeschäft zurückziehen werden, trifft ziemlich zu. Einige fahren aktuell die Investitionen für Elektroautos zurück und konzentrieren sich auf ihre Hybride und Verbrenner. BYD steht im Moment als klare Nummer 2 hinter Tesla und sie könnten sie bald überholen. Ob BYD das Samsung unter den Elektroautos sein wird, muss sich noch zeigen. Aktuell sind sie eher Xiaomi, was aber sicherlich trotzdem ein gutes Ergebnis ist. Hier hat sich meine Einstellung aber etwas verändert, dazu später mehr. Der Batteriemangel ist wie erwartet überstanden und sie können fast so viel produzieren, wie sie wollen. Beim Tesla Semi sieht die Sache etwas anders aus, aufgrund der schieren Menge an Batterien, die dort benötigt wird. Die Energiesparte trägt wie erwartet spürbar zum Profit bei. Leider liegen mir die Werte von Q4 noch nicht vor, aber in Q3 wurde die operative Marge der Energiesparte mit 24% zum Spitzenreiter des Financial Statements. Somit passt auch meine Vorhersage für 20-30% Marge. Mal sehen, wie es in Q4 weitergeht. Der Cybertruck wurde am 30.11.2023 zum ersten Mal ausgeliefert. Daher lag ich auch hier vollkommen richtig. Ich gebe zu, Q3 und Q4 war eine recht ungenaue Vorhersage, aber aufgrund seiner Komplexität war es auch ziemlich unsicher, bis wann sie soweit sein würden. Mit den 30.000 bis 50.000 Cybertrucks lag ich aber auf jeden Fall daneben. Die 4680er Produktion wurde wie erwartet stark erhöht und mit der Cybercell gibt es bereits die Version 2.0, die 10% mehr Kapazität haben soll. Für 150.000 Cybertrucks wird die aktuelle Jahresproduktion noch nicht reichen, aber 100.000 könnten erreicht werden. Außer in Texas werden diese Zellen aber aktuell noch nicht produziert, da sie immer noch an ihren Produktionsmethoden tüfteln. 4680er Zellen mit LFP, also Eisenphosphat-Akkuchemie, werden aktuell von einigen Zulieferern wie CATL, LG und Panasonic vorbereitet und hoffentlich bald produziert. Auch die neueste CATL-Technologie namens M3P wird in diesem Formfaktor erwartet. Zum Tesla-Bot wurde es leider etwas still. Es gab einige Videos, in denen die Fähigkeiten gezeigt wurden und es werden scheinbar auch bereits ein paar in ihren Fabriken getestet. Auch beim Thema FSD ist es eher still geblieben. Meine Vorhersage einer europäischen und chinesischen Beta in Q1 oder 2 hat sich leider nicht bestätigt. Aber es wurde eine Fahrt mit Version 12 von Elon Musk live gestreamt, die Hoffnung macht. Bis Dezember 2023 gab es allerdings noch keine Info über einen europäischen oder chinesischen Start dieser Technologie. Hierzu habe ich eigene Videos gemacht. Falls du sie noch nicht kennst, verlinke ich dir mal eins davon in der Infocard oben rechts. Eine neue Gigafactory wurde für Mexiko angekündigt. Hierbei lag ich schon mal richtig. Aber leider hat sich der Plan aufgrund der aktuellen Marktlage etwas geändert.
Das Compact-Modell sollte dort zum ersten Mal produziert werden. Allerdings hat Tesla sich dazu entschieden, die Pilotproduktion erst einmal in Texas aufzubauen, da hier die amerikanischen Ingenieure näher sind und schneller auf Probleme reagieren können. Weiterhin ist Tesla mit Indien und Indonesien in Gesprächen über weitere Fabriken. Hier ist allerdings noch nichts offiziell verkündet worden. Die nächste Plattform wurde wie erwartet veröffentlicht. Bisher leider nur die Produktionsmethode, die anhand des Model Y gezeigt wurde. Auch dieses Video verlinke ich dir gerne in der Infocard. Aber es wurde zumindest klar, dass es neben dem Robotaxi-Modell auch einen Kompaktwagen und einen Van geben wird. Von allen dreien haben wir bisher nur verhüllte Schaubilder sehen können. Ich bin sehr gespannt, wie die aussehen. Kommen wir zur Tesla-Aktie. Tesla ist wie erwartet stabil aufgestellt gewesen. Sie konnten ihre langfristigen Schulden fast komplett abbauen und verdienen jetzt sogar mit ihren Cash-Reserven recht ansehnliche Zinsen. Sie haben ihre Produktionspläne für die neue Plattform und den Cybertruck an die Marktlage angepasst und sind gut vorbereitet, wenn sich diese wieder verbessert. Die Medienkampagnen gegen Tesla wurden dieses Jahr sogar noch stärker hochgefahren, als ich es für möglich gehalten hätte. Es wird behauptet, dass die Nachfrage für Elektroautos zurückgeht, weil die Autos anderer Hersteller sich langsam auf den Höfen der Händler stapeln. Als kleine Info für zwischendurch, die Nachfrage nach guten Elektroautos geht aktuell durch die Decke. Wir können nichts dafür, dass manche Hersteller nur teure, mittelmäßige Autos auf den Markt bringen. Die Preisreduktionen nach der Pandemie werden als Preiskrieg bezeichnet. Und nachdem fast alle Hersteller "Wir machen da nicht mit" oder "Das schädigt unsere Kunden" gerufen haben, müssen sie nach und nach der Realität recht geben und ihre Autos mit noch höherem Verlust verkaufen, wenn sie sie überhaupt verkaufen wollen. Da hilft es nicht gerade, dass Elon auf X.com auch noch unterschiedliche Kontroversen startet und mit seiner Plattform als größter Konkurrent der bisherigen Medienlandschaft agiert. Für Nutzer der Plattform sind Nachrichten im Fernsehen oder der Zeitung immer 1 bis 2 Tage veraltet. Und das gefällt denen natürlich überhaupt nicht. Mit meiner Vorhersage des Aktienpreises von unter 90 Euro lag ich offensichtlich falsch. Aber mit dem Tief von ca. 95 Euro war ich gar nicht so weit entfernt. Leider hatte ich bei diesen Preisen kein Cash mehr zur Verfügung. Den absoluten Boden habe ich verpasst. Aber meine günstigsten Aktien letztes Jahr waren mit ca. 120 Euro doch ein toller Schnapper, so im Nachhinein. Ich konnte eine ganze Menge zwischen 120 und 200 Euro hinzufügen. Und darüber bin ich sehr zufrieden. Auch heute, im Dezember 2023, akkumuliere ich monatlich meinen Standardbetrag. Unter 200 Euro erhöhe ich diesen Betrag noch etwas. Das ist wie immer kein Investment-Advice. Beim EPS lag ich ziemlich falsch. Ich habe damit gerechnet, dass die Marktlage sich während des Jahres verbessert. Das ist leider nicht eingetroffen. Neben dem Krieg in der Ukraine kam noch ein zweiter zwischen Israel und der Hamas hinzu. Die Zinsen der Fed sind weiterhin so hoch wie lange nicht mehr, was besonders Wachstumsunternehmen das Leben erschwert. Aber wie ich in dem Video vor einem Jahr gesagt habe, je nach Makrolage könnten sich einige der Vorhersagen ein paar Quartale in die Zukunft verschieben, was hier wohl der Fall ist. Fazit: Ich würde sagen, ich habe mich ziemlich gut gemacht bei meiner ersten Vorhersage. Was meinst du? Natürlich musste ich auch mal falsch liegen, aber abgesehen von ein paar Punkten war ich mindestens sehr nah dran. Grundsätzlich sind Vorhersagen fast immer falsch. Man kann nur beeinflussen, wie nahe man an der Realität dran ist. Da das Video jetzt schon lange genug ist, belasse ich es erst einmal dabei. Die Vorhersagen fürs Jahr 2024 kommen dann im nächsten Video. Ich hoffe, du bist schon genauso gespannt wie ich. Wie hat es dir gefallen? Schreib mir gerne einen Kommentar. Welche Vorhersage hat dir am besten gefallen? Deine Meinung interessiert mich sehr. Natürlich packe ich dir noch meine gesamte Playlist in die Infocard. Falls du meine Vorhersage für 2023 oder eines der vielen FSD-Videos nachträglich schauen möchtest. Wenn du mal was Verrücktes machen möchtest, werde Abonnent meines Kanals. Über ein Like freue ich mich gleich doppelt. Für weitere Insights folg mir gerne auf x.com. Hier poste ich manchmal lustige, manchmal wissenswerte und manchmal sogar politische Dinge. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Falls du meine Arbeit unterstützen möchtest, schau doch mal in meinem Shop vorbei. Link in der Beschreibung. Da findet sich für jeden etwas. Oder werde Kanalmitglied, direkt auf YouTube. Den Button dazu findest du unter jedem Video. Meine weiteren Videos findest du in der Playlist, die in der Infocard verlinkt ist. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und hoffe, dich bei einem meiner anderen Videos wiederzusehen.